Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, ich habe ja schon erzählt, dass ich heute den Hebammentermin habe und ich bin jetzt auch gerade schon vorm Haus angekommen und das Geniale ist, ich bin gerade bei uns im Ort vorbeigefahren. Das ist wirklich ein Ort nebendran und direkt am Anfang, also von unserem neuen Zuhause bis zu meiner neuen Hebamme. Also eigentlich ist es egal, weil die kommt ja immer zu mir nach Hause, aber trotzdem so für den Notfall ist es voll gut. Die wohnt voll in der Nähe. Das sind noch nicht mal 5 Minuten mit dem Auto jetzt gewesen. Also richtig, richtig, richtig genial. Ja, ich werde nach dem Hebammentermin auf jeden Fall dann noch zu uns fahren. Gott, ich sehe aus. Mal gucken, was die Baustelle eben so macht. Und ja. Also bislang gibt es jetzt noch nichts Neues irgendwie im Sinne von, dass es jetzt doch wieder irgendwelche Verzögerungen gibt oder keine Ahnung was. Im Gegenteil, wir haben jetzt die letzten Tage ganz viele neue Bilder bekommen. Die letzte Zeit waren anscheinend ganz viele Leute immer auf der Baustelle. Haben ganz viele neue Fotos bekommen, dass die Terrassenplatten jetzt gelegt wurden. Und die kann ich euch auf jeden Fall dann gleich mal zeigen. Genau. Ja, und wenn ich da so auf der Baustelle ein bisschen vorbeigeschaut habe, dann fahre ich auf jeden Fall auch wieder nach Hause. Mein Mann hat ja heute Homeoffice und ja, dann werde ich später mal Mittagessen kochen. Wir haben jetzt 9:15. Ich habe jetzt um 9.30 Uhr den Termin. Ich bin richtig gut durchgekommen. Ich bin früher losgefahren, weil ich gedacht habe so, mal gucken mit dem Verkehr. Aber raus aus Frankfurt hat super funktioniert. Gar kein Stau. Ich bin richtig gut durchgekommen. Aber auf der anderen Seite, also alles nach Frankfurt rein. Es war übertrieben Stau. Also die haben sich wirklich kilometerlang gestaut. Also ich glaube, gerade für meine Schwester wird das nicht lustig, jeden Morgen nach Frankfurt reinzufahren. Also das ist schon echt heftig. Da muss man wirklich ganz, ganz, ganz früh anfangen zu arbeiten. Also vor 7 auf jeden Fall, weil danach macht es keinen Sinn mehr. Also zwischen 7 und 9 kommt man da nirgendwo durch. Also das war echt krass und ich habe jetzt gedacht so, oh ja, die meisten fangen ja so um 8 Uhr oder um 9 Uhr auf der Arbeit an, aber es war completely zu alles. Also es ist richtig, richtig krass. Ihr Lieben, ich melde mich gleich nochmal bei euch. Dann werde ich euch ein bisschen von unserer Baustelle zeigen und dann nochmal berichten mit der Hebamme, wie es jetzt gewesen ist, ob wir jetzt wirklich zusammengefunden haben und. Ich bin sehr, ich bin aufgeregt, bin ich jetzt eigentlich nicht. Ich glaube schon, dass alles gut ist. Aber es ist schon schön zu wissen, dass dann auch alles fix ist. Dass es dann ein Haken mehr auf der Liste ist. Übrigens, wir haben gestern, oder beziehungsweise ich habe gestern per WhatsApp Einladungen verschickt für meine Babyparty. Wir haben uns jetzt nämlich auf ein Datum geeinigt. In circa 5 Wochen. Sehr, sehr, sehr spät. Ich wollte es eigentlich viel früher machen, weil die Babyparty findet jetzt im Prinzip eine Woche vor der Schlüsselübergabe meiner Schwester statt. Oder beziehungsweise 2 Wochen vor unserer Schlüsselübergabe statt. Also es ist schon alles sehr knapp. Das Problem ist aber, wir werden das wieder bei meiner Mama zu Hause machen. Aus Platzgründen, habe ich, glaube ich, schon erzählt in einer der letzten Vlogs. Ich kann es ja nirgendwo anders machen und ich habe auch keine Lust, jetzt irgendwie dafür extra einen Raum oder sowas zu mieten. Deswegen werden wir das einfach wieder bei meiner Mama machen. Das war auch das letzte Mal vollkommen in Ordnung. Wir sind auch, ich glaube, es ist die gleiche Personenanzahl. Ich glaube, noch mal 1, 2 mehr. Mal gucken, wer alles zusagt. Aber ich glaube, die ich eingeladen habe, werden schon kommen. Und das Problem ist, dass meine Mutter und der Thomas jetzt erst einmal gut unterwegs sein werden die nächsten Wochen. Die fliegen nach New York und sind auch wieder in Djerba, also so Urlaub, Urlaub, Urlaub. Genau, und deswegen, ich will ja meine Mutter auf jeden Fall erstens dabei haben. Ja, das ist eigentlich der Grund. Und deswegen gab es tatsächlich jetzt nur noch 2 Sonntage. Einmal der nächste Sonntag, das ist aber genau der Sonntag, bevor sie fliegen. Das macht ja, also das will ich ja niemandem zumuten. Das wäre dann auch sehr kurzfristig für mich mit Kuchen und Torte und alles vorbereiten. Das hätte halt nicht funktioniert. Und dann gibt es halt diesen einen Sonntag noch.
Okay, es wäre noch ein anderer Sonntag gegangen, aber das wäre genau, die kommen an einem Samstag zurück und am Sonntag wäre dann die Baby. Ich glaube, die kommen sogar am Sonntag zurück, aber das geht halt auch nicht, ja. Wenn man an einem Samstag, Mittagabend zurückkommt, dann hat man den Sonntag so zum Chillen, Ausruhen, Auspacken und am Montag muss man wieder arbeiten. Da werde ich nicht am Sonntag ankommen, Babyparty. Lange Rede, kurzer Sinn, es war jetzt eigentlich nur noch ein Sonntag frei. Aber der war sehr nah an den Terminen gewesen, halt mit unserer Schlüsselübergabe. Ist jetzt aber auch nicht schlimm, die Babyparty wird jetzt ein Sonntag dann halt eben sein und es wird dann halt ein Sonntag sein, wo ich nicht irgendwie am Packen und Zusammenräumen bin und keine Ahnung was. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Zumindestens, ich wollte halt, dass die Babyparty auf jeden Fall vor der Schlüsselübergabe stattfindet, weil wenn die Schlüsselübergabe ist, haben wir genug zu tun und da habe ich keinen Kopf, irgendwie eine Party zu organisieren. Also das geht gar nicht. Deswegen, ja. Steht es jetzt auch fest und da werde ich mich ab heute drum kümmern. Ich werde heute auf jeden Fall dann mal gucken, was für einen Kuchen ich haben möchte und den dann organisieren bzw. bestellen, dass das fertig ist und alles andere werde ich mal schauen. Ich muss halt mal in unseren Keller des Grauens gehen. So eine Schreckenskammer. Und gucken, ich habe nämlich noch einiges an Deko von erstens der letzten Babyparty und auch von Lias seiner Taufe. Da ist ja einiges und da muss ich halt mal gucken, was kann man davon benutzen, was taugt was, dass ich das benutzen, also wiederverwenden kann und was muss ich halt noch zusätzlich irgendwie ordern, bestellen, um eine schöne Deko zu machen, beziehungsweise will ich auch wieder so ein bisschen Candy-Tisch, so wie es das letzte Mal eigentlich war. Meine Schwester hat es ja super gemacht, also mit Torte in der Mitte und drumherum halt so ein paar, was weiß ich, ob es Muffins sind oder K-Pops oder ein bisschen generell so Naschzeug. Dann meine Mutter wird einfach wieder kochen für alle, also die werden dann kommen, wir werden zusammen Mittag essen und dann einfach eine schöne Zeit haben. Da werde ich nochmal gucken, ob wir so ein bisschen was machen an Spielen oder sowas. Meine Schwester hat auch gemeint, wenn sie eine Sache hätte ändern können an der Babyparty, dann nicht so ein krasses Programm, weil wir haben wirklich so zack, 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 das nächste und haben gar nicht mal so mal 15 Minuten so gechillt. Es war halt immer so, eine Sache war vorbei, okay, jetzt das nächste, jetzt, wir hatten keine Ahnung, gar nicht so diese Chillerzeit, aber, also es hat sie so gesagt gestern, aber ich habe es gar nicht so empfunden. Für mich war das total gechillt, weil die haben zum Beispiel meinen Bauch angemalt und es war ja jetzt auch nicht unter Zeitdruck, sondern die haben meinen Bauch angemalt, dann haben wir Fotos gemacht, dann haben wir Spiele gespielt, wie zum Beispiel die, diese Babyborn-Puppen da an- und auszuziehen, aber mit verschlossenen Augen oder Babybrei zu testen und was weiß ich, was wir alles gemacht haben. Ich kann euch gerne mal meine letzte Babyparty, die war nämlich wirklich so toll. Ich hätte sie mir echt nicht besser vorstellen können. Es war wirklich so toll. Von der Deko, vom Essen, die Leute, die ganzen Spiele, die gemacht haben. Von den Geschenken will ich gar nicht erst reden. Ich habe über 2 Stunden am Stück Geschenke ausgepackt und zwar wirklich aufgerissen, kurz gezeigt, weggelegt. Das nächste. Die ganze Zeit, 2 Stunden lang. Das war so übertrieben gewesen. Also wirklich, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, ich kann es euch gerne mal dieses Video in die Infobox verlinken. Das war so schön gewesen. Ja. Und genau. Das war die erste Babyparty. Und ich mache jetzt... Es haben schon manche zu mir gesagt, du brauchst jetzt nicht noch eine zweite Babyparty. Aber ich denke mir so, doch, wenn ich irgendwann mal den Kindern Bilder zeige von ihrer Babyparty oder von ihrer Taufe oder von Geburtstagen, die ersten Geburtstage, da möchte ich nicht vom zweiten Kind hören, oh, für den Lias habt ihr voll die krassen Sachen gemacht und bei mir war alles nur so 0815. Das hört sich jetzt bescheuert an, aber ist echt so. Deswegen, ja, nicht nur deswegen. Ich möchte einfach auch eine schöne Babyparty haben. Man sagt ja eigentlich, so habe ich das mal gehört, dass man, ich dachte nämlich immer, man macht eine Babyparty, wenn man schwanger ist, dann wird halt eben das Baby, die Mutter gefeiert und ja, fertig. Aber tatsächlich habe ich das jetzt, habe ich schon bei der ersten Babyparty mal, ich glaube, in irgendeinem Video gehört oder habe ich es irgendwo gelesen, dass Babypartys eigentlich für die werdende Mutter gemacht werden, sozusagen für die Mutter, die das erste Mal ein Kind bekommt. Das heißt, theoretisch würde man bei nächsten Kindern keine Babyparty eigentlich mehr machen, weil man feiert eigentlich die werdende Mutter. Also die nicht grundsätzlich die werdende Mutter, sondern die Frau, die das erste Mal Mutter wird. Irgendwie sowas habe ich das mal aus der Tradition gehört. Aber letzten Endes habe ich es jetzt überall immer mitbekommen,
dass immer Babypartys geschmissen wurden, egal ob es das erste oder das vierte Kind gewesen ist. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr schon mindestens zwei Kinder habt, ob ihr jedes Mal eine Babyparty hattet oder ob ihr ab dem zweiten dann gesagt habt, nee, brauche ich nicht mehr. Das würde mich echt mal interessieren. Ich muss echt sagen, ich würde mir das nicht nehmen lassen. Es muss jetzt natürlich nicht so extrem sein wie bei der ersten. Sowieso nicht. Man alleine schon diese ganze Geschenkegeschichte, die wird sich ja um ein Vielfaches verringern, weil man natürlich beim ersten Kind übertrieben viel geschenkt bekommt. Es war halt das erste Kind, der Elias war das erste Kind in meiner Familie und auch in der Familie von meinem Mann. Und wir haben natürlich wirklich, sind alle komplett ausgerastet und haben mich überworfen mit Geschenken. Das war wirklich, wirklich auch viel zu viel gewesen. Das wird jetzt beim zweiten natürlich gar nicht mehr der Fall sein, weil man bekommt ja nicht nochmal eine Wippe geschenkt oder nicht nochmal dies und das und jenes. Das hat man ja jetzt alles schon. Deswegen, es wird alles piano und schönes Beisammenkommen. Einfach, aber trotzdem, ich möchte mir das nicht nehmen lassen. Ich finde, Babypartys sind so, 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 so toll. Und wie oft hat man eine Babyparty? 1, 2, 3 Mal im ganzen Leben. Deswegen, joa. Ja. So, ihr Lieben, ich gehe jetzt mal rein. Ich trinke nie Apfelsaft zu Hause. Wir haben auch keine Säfte zu Hause. Das stimmt nicht. Ich habe meinen Grapefruitsaft immer zu Hause, aber sonst haben wir nur Wasser zu Hause. Aber immer, wenn ich unterwegs bin, brauche ich diese kleinen Flaschen hier. Und ich bin richtig süchtig danach. Wenn ich unterwegs bin, brauche ich immer meinen Apfelsaft. Oh Mann. Ihr Lieben, hier auf zu babbeln. Ich melde mich gleich wieder, wenn ich auf der Baustelle bin und auf dem Rückweg und erzähle ich euch ein bisschen was dann vom Gespräch mit der Hebamme. So machen wir das also. Bis gleich. So, ich bin jetzt gerade bei der Baustelle. So sehen die Terrassenplatten aus. Die gibt es nämlich einmal in hell, dunkel. Es gab auch rot, aber wir hatten die hellen gewählt gehabt und da kommt dann auch noch Rasen hin. Aber so sieht es im Prinzip aus. Das ist jetzt nicht unser Haus. Bei uns ist es leider noch nicht so weit. Aber etwas hat sich geändert, nämlich diese ganzen Gerüste sind weg und wir haben endlich Stufen. Unglaublich. Die Stufe wird nur bleiben, das hier wird noch alles also höher gesetzt werden. Hier um die Ecke geht es schon weiter. Ach, sehr schön. Okay. Sieht hübsch aus. Sehr, 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 sehr schön. Ja, das wird unser zukünftiger Schlafzimmer. Schaut mal, Fußbodenheizung. Jetzt ist es auch nicht mehr, dass man so eine tiefe Stufe hat, sondern das ist alles schon eben. Sehr cool. So sieht es aktuell bei uns aus. Also bei uns ist die Fußbodenheizung noch nicht drin, aber es ist mittlerweile alles zu. Die Wände sind alle zu. Richtig gut. Es war nämlich vorher noch nicht verspachtelt und alles geschlossen. Richtig gut. Ich glaube, ich gehe auch mal kurz hoch und gucke mir das an. Beziehungsweise auch mal hier vorne. Okay. Ja, schaut mal. Das war vorher auch nicht. Also das letzte Mal, als ich gefilmt hatte, das ist ja die Gästetoilette. Hier kommt so ein kleines Waschbecken hin. Hier die Toilette. Also diese ganze Vorrichtung war eben auch noch nicht gewesen. Sehr gut. Hier haben wir so eine kleine Abstellkammer. Joa. Läuft. Cool. Das war auch die Wasserleitung. Da sollten wir auch drauf achten, dass die jetzt gelegt wird. Also ist auch alles safe. So, dann gehen wir mal in den ersten Stock. Ich kann hier gerade gut filmen, weil keiner da ist. Okay, hier hat sich noch nicht so viel getan. Das ist immer noch das Schlafzimmer. Die Wände sind noch nicht zu. Ach hier, okay, das ist das Doppelwaschbecken. Da sind schon mal, das ist neu. Hier für die Toilette, das war das letzte Mal auch noch nicht gewesen. Joa. So, okay, hier hat jemand gechillt. Und mein Ankleidezimmer. Okay. Ja, und ich hatte halt, jetzt kann ich euch das nämlich mal zeigen. Es ist immer so schwierig zu zeigen, weil, wenn es alles so nackig ist, kann man sich das nicht so richtig
vorstellen, auch von der Größe halt eben. Also diese Wand, die ist 4,15 Meter lang. Und schaut mal, wenn ich euch das so zeige, ihr würdet denken, so, okay, 2 Meter. Also die ist 4,15 Meter lang. Und da möchte ich halt eben einen viertürigen Kleiderschrank haben. Also diese von Ikea, diese, ja, viertürig auf jeden Fall. Und dann habe ich halt eben hier diese kleine Ecke. In diesen Raum hier kommt dann nämlich Waschmaschine, Wäschetrockner und so weiter, so ein paar Sachen. Das ist ja dann praktisch hier, weil hier ist ja das Badezimmer. Man geht da rein und dann hat man durchs Badezimmer hier nochmal eine Tür. Und dann ist man in diesem Bereich. Und deswegen habe ich hier so eine Ecke, die hervortritt. Deswegen haben wir auch das andere Zimmer als Schlafzimmer genommen, weil das einfach nur viereckig ist. Und das hier so ein bisschen verwinkelt, aber ist auch nicht schlimm. Also wie gesagt, ich habe hier eine ganz, ganz tolle, große, gerade Wand. Da soll auf jeden Fall... Gott, ich bin voll fertig. Der lange, große Kleiderschrank. Und dann habe ich ja hier eine komplette Wand gerade, hier eine komplette Wand. Und da eins von den beiden möchte ich auch noch mal ein paar Schränke aufstellen für Taschen und Schuhe. Und auf einer dieser beiden Wände kommt dann halt eben die Schminksammlung. Also Schminktisch und die Schminke, generell die ganzen Sachen. Und dann habe ich ja hier diese zwei tollen Fenster, habe ich überlegt, in der Mitte vielleicht dann irgendwie einen Spiegel zu machen, dass wenn ich dann mal Outfit-Fotos mache, ich ein geniales Licht habe, weil ich bin dann halt von beiden gut beleuchtet hier. Boah, voll außer Atem, weil ich ein paar Treppen hochgelaufen bin. Joa, also es geht voran. Die zwei Häuser neben uns haben schon die Fußbodenheizung drin. Das heißt, wir sind als nächstes, danach kommt meine Schwester. Und die vor diesen zwei Häusern sind dann die Häuser, wo ich euch gerade gezeigt habe, mit der Terrassen, mit den Platten von der Terrasse. Und die werden die Woche bei unseren Häusern hier bei der Reihe auch gelegt. Also die Woche sind die Platten dran. Ich sehe auch gerade draußen, ist gerade ein LKW angekommen mit neuen Platten. Joa. Ich bin so gespannt, echt. Ich freue mich richtig. Also gerade jetzt auch, wo wir dann, ich habe gerade noch mal geguckt mit der Couch und so weiter. Passt alles. Achso, das habe ich euch, mein Handy hat gerade irgendwie, ich weiß gerade nicht, ob es richtig gefilmt hat, für die Toilette und für das Doppelwaschbecken. Da haben wir auch so ein bisschen Struggle, weil das ist eine Sondergröße von 130 cm. Also das Doppelwaschbecken ist 1,30. Und es gibt zum Beispiel bei Ikea nur solche Unterschränke mit 1,20 oder 1,40. Richtig ätzend. Und auch im Internet findet man nicht großartig irgendwas anderes. Also das ist richtig, richtig blöd. Puh, voll aus Atem. Deswegen mal gucken. Es kann gut sein, dass wir das Waschbecken, was die uns hier einbauen, wieder raus machen. Ist auch voll blöd. Man kann bei so Fertighäusern, das ist ja kein Fertighaus im eigentlichen Sinne, aber es wird ja alles so bestellt. Und man kann jetzt nicht sagen, lassen Sie jetzt zum Beispiel mal, ach, die Badewanne weg, wir kaufen uns eh eine neue. Weil es muss alles vom TÜV abgenommen werden. Voll aus Atem, es tut mir leid. Es muss alles vom TÜV abgenommen werden. Und wenn man dann die Schlüssel hat, dann kann man im Prinzip tun lassen, was man möchte. Aber bis dahin muss man das alles so machen. Und es kann halt gut sein, dass wir das Doppelwaschbecken rausnehmen und uns was komplett Neues reinsetzen. Das steht noch nicht so ganz fest. Da müssen wir echt gucken, weil es hat halt diese blöde Sondergröße. Und ja, auf jeden Fall, das hier ist jetzt Lias sein Zimmer. Ich habe mich übrigens immer noch nicht so richtig entschieden. So viele von euch haben mir auch geschrieben, mach lieber zwei Kinderzimmer. Die stören sich vielleicht beim Schlafen und so weiter. Also die Situation ist folgende, jetzt zu Anfang. Der Lias bekommt hier dieses Zimmer komplett eingerichtet mit seinem Schrank, also mit einem neuen Schrank, mit seinem Kinderbettchen, den ganzen Spielzeugen und so weiter. Das ist sozusagen sein Zimmer. Und der zweite Junge, der schläft ja sowieso circa ein Jahr, mal gucken, wie wir es machen, sowieso erstmal bei uns im Schlafzimmer im Beistellbettchen. Also bis dahin ist sowieso alles safe. Und das zweite Zimmer, ich glaube, das werde ich auch einrichten, so nach und nach.
Da möchte ich auf jeden Fall die Wickelkommode drin haben und vielleicht irgendwie einen Stuhl oder eine Couch, wo man sich schön rein kuscheln kann, wenn man vielleicht, ob es jetzt fürs Stillen ist oder einfach so, also eher so eine gemütliche Kuschelzone-Area. Also der Elias kriegt hier ein komplett tolles Kinderzimmer für ihn, alleine eingerichtet sozusagen. Und was wir dann machen, wenn das zweite Kind ein bisschen größer ist und auch schon anfängt eher ein bisschen zu spielen und zu laufen und so weiter, das schauen wir dann. Letzten Endes haben wir diese zwei tollen Zimmer, wie wir das gestalten, ob wir ein Schlafzimmer und ein Spielzimmer machen oder ob jeder sein Zimmer bekommt, ist völlig wurscht. Letzten Endes ist es so, dass jeder sein Zimmer hätte, je nachdem wie wir es halt eben gestalten, spätestens wenn die Schule anfängt, hat jeder sein eigenes Zimmer. Ja, also das ist so das Allerspäteste, dass jeder seinen Schreibtisch hat und seinen Platz und seinen Rückzugsort und. Also die Möglichkeit besteht ja sowieso. Wie wir das jetzt am Anfang machen, werden wir sehen. Also in meinem Kopf ist jetzt eher nur drin, dass Lias sein eigenes Zimmer erst einmal bekommt und der Kleine sowieso erstmal bei uns im Zimmer schläft. Genau. Und Lias, sein Zimmer ist echt schön groß. Also ich bin echt, was ich auch Gott sei Dank gut finde, es gibt ja Dachschrägen, die bis auf den Boden, also wo die Schräge praktisch am Boden endet, die hier endet Gott sei Dank ein Stückchen höher, dass man da auch noch schön mit Regalen und so weiter arbeiten kann. Es sieht auf der Kamera alles so klein aus. Jedes Mal, die letzten Male, wo ich die Videos geschnitten hatte, wo ich hier im Haus war, sieht es unglaublich klein aus, aber zum Beispiel jetzt habt ihr gerade unten gesehen, in meinem Zimmer, wo ich die Schränke aufstellen möchte, die Seite, die ist wie gesagt 4,15 Meter lang. Da passt einiges rein in diese Zimmer. Also diese Wand hier ist sogar noch länger als 4,15 Meter von da nach komplett da hinten. Er hat hier halt auch so eine kleine Nische. Also das Ganze ist so aufgebaut, dass wir haben hier das Treppenhaus, dann haben wir hier ein Zimmer und dann, wo ich gerade stehe, das zweite Zimmer. Und dann, also das zweite Zimmer, ich zeige es euch gerade mal, ist relativ im Prinzip ähnlich, aber auf jeden Fall kleiner. Es hat hier so eine kleine Nische, also eine relativ kleine, da kann man wirklich gerade für so einen schönen Kleiderschrank zum Beispiel oder die Wickelkommode kann da hin oder. Also da gibt es genügend Möglichkeiten. Und dann haben wir hier eben nochmal ein WC. Hier ist jetzt nichts eingebaut, denn das haben wir tatsächlich nicht bestellt. Das machen wir selbst. Also in dem nächsten ein Jahr ungefähr, mein Onkel wird das wahrscheinlich für uns machen, werden wir hier auch, da wird eine Dusche reinkommen. Wir haben die Leitung dafür legen lassen, also dass wir hier die Leitung schon mal haben. Da wird eine Dusche reinkommen, eine Toilette und Waschbecken, genau. Und dann war eigentlich im Musterhaus, war hier nochmal eine Tür gewesen, wo man dann nochmal in so eine Art Vorratskammer rein kann oder begehbarer Kleiderschrank oder keine Ahnung was. Das war aber so klein und unnötig, dass wir gesagt haben, Tür zu, also Wand. Und dafür, also eigentlich war dann praktisch, Moment, also eigentlich war dann hier praktisch die Wand, wo es eigentlich hätte geendet. Also das wäre dann das Zimmer und hier wäre eine Wand. Dadurch, dass wir diese Wand hier jetzt weggelassen haben und die Tür zugemacht haben, also das wäre praktisch diese kleine Kammer praktisch gewesen, braucht kein Mensch, haben wir jetzt hier nochmal eine schöne, also schau mal, dass ihr es euch vorstellen könnt, wenn ich mich jetzt hier hinstelle, so eine Armlänge und vielleicht nochmal einen halben Arm. Ja, so. Also es ist wirklich breit genug. Hier kann man echt was Schönes hinstellen. Mal gucken, ob wir hier mit Schränken arbeiten dann, wegen der Höhe halt eben. I don't know, aber es ist wirklich groß genug. Sieht auf den Kameras immer so klein aus. Ist es aber gar nicht. Also wirklich nicht. Joa. Ich bin so gespannt. Wir sind gerade richtig, richtig gut am Planen. Also wir haben am Wochenende auch super viel geschafft. Wir haben jetzt final jemanden, der, dem wir jetzt zugesagt haben, der am ersten Tag nach der Schlüsselübergabe sowohl bei meiner Schwester als auch bei uns kommt, der die Decken einmal komplett verspachtelt, schleift
und uns das Treppenhaus komplett tapeziert, weil das ist richtig viel Arbeit. Das Treppenhaus sonst wird eher von Freunden, Bekannten tapeziert, die aber auch alle teilweise handwerklich einfach begabt sind oder einfach auch in diesem Beruf arbeiten und die uns da einfach helfen. Genau, aber Treppenhaus ist halt so eine Geschichte, gell? Das ist, wenn man das, also alleine jetzt hier schon von den letzten Treppen da unten bis hier hoch, ja, da braucht man halt Gerüst und alles drum und dran. Achso, hier oben haben wir übrigens Dachboden, habe ich euch noch nicht mitgenommen, da ist aber auch jetzt hier noch keine Tür, also diese Falltür drin. Die Decke hier ist sehr, sehr hoch. Sehr gut. Naja, ja, das ist Stand der Dinge. Mal gucken, vielleicht, dass wir noch mal in ein, zwei Wochen herkommen. Das Ding ist, wir kriegen täglich in unserer Gruppe, wir haben eine Gruppe von dieser Siedlung hier, wir haben jetzt echt gerade die letzten Tage, es ist abgegangen, so viele Bilder bekommen, aber meistens halt nur von außen und nicht von innen. Also auch teilweise von innen, aber jedes Haus, es wird ja nicht alles gleichzeitig gebaut. Deswegen, dadurch, dass ich sowieso heute hier war, war es ganz klar, dass ich hier vorbeischaue. Ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Das Lustige ist, die ersten Male, als ich im Haus hier drin war, wo wirklich auch nur, wenn man das hier nämlich so sieht, dann kommt einem alles so klein und winzig vor und so. Und jetzt gerade im unteren Bereich, wo wirklich die Wände schön verputzt sind und es nicht mehr so ausschaut, da kommt einem das jetzt schon wieder ein bisschen größer vor. Also wenn man selber drin steht, kommt einem das viel größer vor als auf den Aufnahmen. Also die Aufnahmen kommen mir selber sogar richtig winzig vor. Aber wenn man später dann mal schaut, ja, wenn dann die Möbel drin stehen zum Beispiel, weil wir haben ja echt große Möbel gekauft. Also zum Beispiel unser Bett. Also wir haben hier die Möglichkeit, das ist auch eine, nee, das waren keine 4 Meter, sondern eine ganz krumme Zahl, 3,96 oder sowas. Also hier kommt ja der Kleiderschrank von meinem Mann dann hin, einmal komplett, und auf der anderen Seite unser Bett. Und unser Bett ist 2 Meter mal 2 Meter und wir haben links und rechts auch noch unsere Nachttischchen und auch das Beistellbett, und es passt halt alles rein. Es ist halt, sind halt hinter mir und die Seite sind fast 4 Meter und das hier sind noch mehr als 4 Meter, ich weiß gar nicht wie viel, fast 5. Es kommt halt auf der Kamera so klein rüber, dabei ist es wirklich, ja, also groß genug. Ich kann mich da echt nicht beschweren, kann man gar nichts sagen. So, dann, ich gehe jetzt mal zu meiner Schwester ins Haus, guck da nach dem Rechten, mache mal ein paar Fotos für sie. Und dann geht's ab nach Hause, und auf dem Weg nach Hause werde ich euch noch mal ein bisschen berichten vom Termin mit der Hebamme.